Ich gucke ihn einmal Ja, er guckt dich auch an. in die gierigen kleinen Ja, die sind sehr Augen. gierig. Sind sehr gierig. Wie Ja. gierig sind sie denn? Na gut, dann sage ich auf Gräulmisch, wir finden doch sicherlich eine Übereinkunft. Würfel mal auf Sprachen kennen. Ne, ich kann Gräulmisch. Ja, würfel mal, würfel mal. Okay, alles klar. Dein Klacken und Klickern. Ja, trotz der 20. Ja, mit Klugheit 17 regelt. Hey, ich fühle mich persönlich angegriffen. Er wechselt auch wieder zurück auf Gräumisch und klickt interessiert zurück. Ja. Die Sprache der Gräume ist aber nicht das Gräumisch, sondern das Gold. Nun, in der Tat, das meinte ich mit Übereinkunft. Wie viel würde es denn kosten, Für den wenn ihr mir... Namen? Ja, genau. Sagen wir 70 Dukaten. Er zieht sie von meinem Gewinn ab. Sehr gut. Er schiebt auf einem kleinen Würfelbrett paar Sachen hin und her, ein paar Perlen, die wechseln. Und wie wollt ihr es denn haben? In Diamanten oder in Ja, Wertpapieren? gib mir meinen Gewinn in Edelstein und den Gewinn der anderen, teilt ihnen das am besten in Wechseln aus. In Wechseln, so. Ja, eine bestimmte Bank, die ihr präferiert? Störrebrand beispielsweise. Nehmen wir die Einlagenhalle. Die ist. Einlagenhalle, sehr gut. Ja, er greift zu einem großen, dicken Zettel, holt da verschiedene Wechsel raus und notiert dann darauf die verschiedenen Summen, die ihr dann bekommt. Ferdinand hatte irgendwie sowas wie 10, 15 Dukaten, glaube ich, gewettet gegen den Schlinger, kann das sein? Nee, der hat auch noch mal meine Wette gehalten, oder? Also gegen den Schlinger hatte ich mit den Florios und den anderen Granden gewettet, dass Borromeo lebt. Ach so, das genau, deine Borromeo-Wette meinte ich, Und ich hatte genau, ja. 2000 darauf gesetzt, dass wir als ganzer Trupp die Todesechse besiegen würden. Da war, glaube ich, du hast mir eine 70-30-Quote Irgendwie gegeben sowas war das, in ja. meinem Feld. Wir haben das letzte Woche ausgerechnet. Ja, richtig, Ja. genau. Nee, ich meinte jetzt vor allem deine Borromeo-Wette. Da kommen dann mal 70 Dukaten für dich zusätzlich raus. Ja, aber die treibe ich persönlich, die habe ich nicht mitgerechnet. Die werde ich auch persönlich meinen Granden antreiben. Ja, okay, Weil das war ja persönlich einfach mit Handschlag die gemacht. war ja bei den Paligans, ne? Da musst du mal zu den Paligans laufen. Ja, das war Aber mit okay. allen Granden Ja, also mittlerweile, ja. ihr bekommt auf alle Fälle 3000 Dukaten raus. Der Rest ist, wie gesagt, nicht gedeckt oder geht dann an diejenigen, die höher gewettet hatten. Und der Name, der bei rauskommt, ist Salex Kugris. Sulamin, schau mal. Also es ist ein kleiner Zettel, den ihr dir in die Hand gibt. Und wenn du ihn aufmachst, dann kannst du kurz den Namen Salex Kugris erkennen. Der Name blinkt einmal auf und verschwindet dann. Was hast du mit ihm besprochen, Boltax? Nun, ich habe herausgefunden, wer eine höhere Wette auf mich abgeschlossen hat, dass ich gewinne. Mehr als 10.000 Dukaten? Mehr als 10.000 Dukaten in so einem riskanten Geschäft, der hatte wohl wahrlich einen guten Riecher. Sag Ist. mal. Oh. Ich senke meine Stimme ein bisschen. Es ist Alex Kukres. Er muss sich ja wahrlich sicher gewesen sein, wenn er so geizig ist, wie sein Verwandter sagt. In der Dann Tat. würde er doch sicher nicht. Naja, dann würde er gewiss überhaupt kein Geld auf eine so unsichere Sache setzen. Außer es ist eine klare Sache. Mich hat er nicht manipuliert. Mindestens weiß ich nichts davon. Und. Ja, aber ihr wisst ja selbst, wie knapp es war, als er euch den Ja. Pfeil getroffen hat. Solche Dinge können immer passieren. Ja, und ist fast, als könnte er in die Zukunft schauen. Wo habe ich das nur schon mal gehört in letzter Zeit? Eben. Wir sollten noch einmal mit unserem guten Freund im Turm sprechen. Vielleicht kann er ein bisschen mehr zu Salix sagen. Aber ich muss ja noch mein Wort gegenüber Haswulf recht werden. Ich habe gesagt, dass ich einen Teil meines Gewinns abgebe. Beim Svafnir-Tempel oder an die Armen oder? Irgendwie, ja. Vielleicht kaufe ich ein Haus und mache ein Waisenhaus daraus. Glaube, das Nein, wäre. nein, 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 nein. Ich verbiete es. Das wäre sicherlich in seinem Sinne. Ihr meint, um diese bösen Gerüchte ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, ja? Genau, das war meine Idee.
Sehr schön mitgedacht, Sulamin. Mal gucken. Was meint ihr, wie teuer ist so ein Haus hier? Ein ordentliches Haus? Puh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ihr das angehen müsstet. Vermutlich müsstet ihr einen Makler oder so etwas aufsuchen? Um überhaupt zu erfahren, was für Häuser zum Verkauf stehen. Vielleicht sollten wir einmal im Fex-Tempel bei der Börse vorbeigehen. Kümmern sich doch eigentlich immer um den Handel, oder? Das ist eine treffliche Idee. Und dann lege ich einen kleinen Teil des Gewinns an, sodass von diesem Gewinn Nahrung und weiteres bezahlt werden kann und mit einem weiteren Teil kaufe ich dann ein Haus. Ich denke, damit werde ich dem Ganzen gerecht, was ich Haswohl versprochen habe. Mehr als das. Mir tut eine gute Tat damit. Ja, das auch. Nun, dann sollten wir flugs zum Fextempel gehen. Ich glaube, der war am Hafen. Es sollte nicht weit sein. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Ja, weil bei Diamantes. Wo willst du hin und mit wem? Ja, ich wollte mich ein wenig in den Schenken umhören, aber das wird wohl nicht allzu vielversprechend sein. Dennoch werde ich die Gelegenheit ergreifen, ein bisschen hinzugehen, um vielleicht an alte Bekanntschaften aus der Armada wiederzufinden. Man ist ja nicht oft in der Heimat. Ich weiß nicht, ob mich irgendwer begleiten will oder ob jeder sonst was zu tun hat. Rafim, wo möchtest du hin? Vor Tempel meditieren. Ja, so, ja, dann würde ich wohl da ein bisschen alleine in die Schenken gehen, mich da ein bisschen umhören. Ja, würfel mal Zechen. Zechen, okay. Und gerade am Hafen, bei der Hafenmeisterei, die guten Tavernen, beim Swafnir-Tempel, Schenke, Welle und Sturm, je nachdem welche Qualität. Aber gerade deine alten Kumpanen wirst du wohl vor allem in der Nähe des Kriegshafens dann finden. Die Werft der Karinos wird aber auch irgendwo liegen. Da kriegt man auch gute Zigarren, das weißt du, kannst du auch auffüllen. Aber Chiaras Carino wollte dir auch einen guten Preis machen. Und so kannst du ein bisschen umherströmern und findest dann wohl auch in einer der Garnisonen des Bunter Schwarzen Korps, findest du wohl auch eine ganze Menge von deinen ehemaligen Mitkapitänen bzw. Offiziere, die dann 1O waren, 2O, irgendwelche Unteroffiziere, die dann als Mannschaftsdienst gerade da irgendwie zusammengehalten haben, also verschiedenste höhere Mannschafter, Unteroffiziere, Offiziere, die du da nach und nach alle zusammentrommeln könntest. Ja, irgendwie das sechste Bier wohl in Folge. Man hat sich irgendwie zusammengesetzt in einen großen Kreis. Ja, Diamantes, jetzt erzähl doch mal, wie war das jetzt bei Phrygaios? Du warst auf einem der letzten Schiffe, die untergegangen sind, oder? Wollt ihr diese Geschichte wirklich hören? Ich meine, die ganzen Geschichten aus Phrygaios, man. Wir sind doch nicht für so eine heitere Runde gedacht. Na, du, natürlich nicht, aber die letzten. Was sollen wir dir erzählen? Wenn wir Söller irgendwie angreifen, das macht doch auch keinen Spaß mittlerweile mehr. Aber ich habe gehört, du hast. Kukris hat euch doch gerettet, oder nicht? Eins der letzten Schiffe, den Abzug hat er doch gedeckt. Ja, ich war auf der Uta unterwegs. Also hab auf der Uta gedient, nachdem die Golgari vor Störrebrand gesunken ist. Ja, die Zornbrechs, genau. Das haben wir auch gehört. Da war ein Flaggschiff, ja, richtig. Ja, eine außerordentlich traurige Geschichte, aber die Armada hat schon viele Rückschläge erhalten und immer haben wir uns wieder neu aufgebaut. Hast du Fiorella eigentlich mal wieder gesehen? Nein, ewig nicht mehr. Ich habe nicht mehr wirklich viel mit der Armada zu tun. Ihr seid die Ersten von damals, mit denen ich mich wieder unterhalte. Tja, Conchita hat's erwischt. Weißt du noch, von damals, aus der Ausbildung? Ach, ja? Naja, Conchita ist bei Phrygaios, Mann. Bei Phrygaios. Hirobald auch. All die guten Männer und Frauen. Hätte ich auf jeden, der vor Phrygaios gestorben ist, ein Bier getrunken, wäre ich jetzt noch nicht fertig. Ah, Rubeck von Schittober, das war ein Teufelskerl. Ich hab gesehen, wie er sogar seine eigenen Geweihten erschossen hat. Sagt aber, ihr dient noch. Ja, noch schon. Mal sehen, ich glaube, die letzten 3 Jahre habe ich noch vor mir. Dann bekomme ich eine gute Abfindung und kann meinen Rest des Lebens als Fahner leben. Ja, 3 Jahre noch.
Was wisst ihr denn über diesen Willmann? Der neue Großadmiralissimus, der in Franias Fußstapfen getreten ist. Tja, ich weiß es nicht. Schüchtern oder so? Ich glaube nicht, dass er oft am Hafen war. Er war noch nie hier. Areno heißt er. Nee, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Muss ein Idiot sein. Nun, einer von uns ist er auf jeden Fall nicht. Nee, kein Fall. Nun, aber in der Südsee grabe ich mich in letzter Zeit nicht mehr rum. Von der blutigen See, da habt ihr doch sicher schon Geschichten gehört. Das ist wirklich gefährliche Schlachtfeld momentan mit den Dämonenarchen, die da umhersegeln. Ich sag euch, hättet ihr eine solche mal aus der Nähe gesehen, dann würdet ihr nie wieder zur See fahren. Braucht hartgesottene Männer, um eine solche gegenüberzutreten. Ja, so schlimm fand ich die gar nicht. Wir waren immer im Konvoi unterwegs. 50 Schiffe oder so. Nun machen wir einfach unser Laderaum voll. Sklaven und was man alles braucht. Und dann segeln wir mit 50 Schiffen nach Norden. Machen wir Rast in verschiedenen Stationen. Also, ich muss gerade überlegen, was haben wir denn als erstes? Selem waren wir auch, aber nur kurz. Talusa waren wir ein bisschen länger. Der, irgendeiner von unseren Kommandanten hat sich noch mit dem schwarzen, ich glaube, das ist ein Elf, oder? Ja, ein Elf. Genau, die haben sich irgendwie in Talusa unterhalten. Dann waren wir noch in Tuzak. Sinoda haben wir nicht angelaufen, aber Kuntium wieder, da waren wir ganz schon lange. Und dann in Elburum. In Jagan haben wir noch gehandelt, in Beilung sind wir angefahren, Perikom und bei Mendena und dann hier oben, wie heißt das? Festum? Festum, ne? Genau. Und ich glaube, wir wurden zweimal von Piraten angegriffen, aber wie gesagt, 50 Schiffe, gar kein Problem. Also keine Dämonenarchen oder so. Ich weiß nicht, was die Mittelreicher sich alle so aufregen. Und da habt ihr wahrhaftig Glück gehabt. Ja, mit 50 Schiffen, da müsst ihr hoffen, sollte euch eine Dämonenarche entgegenkommen, dass ihr nicht auf dem seid, dass sie zuerst erwischt. Die schießen die nicht kaputt, die Schiffe, sondern die entern sie und fressen ganze Schiffe auf. Ich habe das zwar selbst noch nicht gesehen, aber die Geschichten, die ich darüber gehört habe, aus zuverlässigen Quellen, sage ich euch. Auf was für einem Schiff bist du jetzt eigentlich gerade? Oder bist du nicht mehr auf See? Ich werde wohl bis zu meinem Lebtag noch zur See fahren. Habt ihr einen Klabautermann bei euch? Achso, die Mistviecher. Und dann haben wir abgeknallt. Ihr hattet einen Klabautermann auf eurem Schiff? Wir hatten einen, aber den haben wir weggemacht. Hat uns die ganze Zeit genervt, hat uns irgendwelche Sachen in die Taschen gesteckt, die geschmolzen sind. Scheiße, eine wahrhaftige Plage, die Viecher. Momentan segel ich auf der mondsilbernen Drachentöter. Wie hat er den Tabak weggenommen? Eine Dreistigkeit. Ja, dann haben wir unseren Magier gebeten, er hat ihn dann entschworen. Einen Mann seinen Tabak wegzunehmen. Ja, die Seefahrer wollten ihn eigentlich behalten, aber. Tja, wer mir meinen Tabak wegnimmt, der muss weg. Ich hätte diesem kleinen Scheißer meine Balestrine auf die Brust gesetzt. Und abgedrückt, bevor er irgendwas tun könnte. Na, versuch das mal. Ja, aber wie können wir dir sonst helfen, Diamantis? Ist ja einige Zeit her. Willst du wieder bei der Schwarzen Armada mitmachen? Sollen wir dir den Platz freihalten? Meine Jahre. Ich werde nur wieder bei der Armada dabei, wenn die mir einen Platz auf dem Flaggschiff anbieten würden. Und das würden die wahrscheinlich mit Kusshand tun, aber nein, wie gesagt, ich habe meine eigene Aufgabe zu erledigen, mich an wahrhaftigen Helden angeschlossen. Ich reise mit einer Basaltfaust und einer Paligan. Wow. Das ist nicht schlecht. Basaltfaust, die sollen heftig sein. Ja, wir hatten bei uns auch mal eine Basaltfaust, aber es war ein Effortgeweihter. Und es ist nicht nur irgendeine Basaltfaust, sondern Raphim Goldfaust. Der. Von dem haben wir schon gehört. Echt? Mit Raphim? Oh. Erzähl mal was von Raphim. Derweil bei Raphim. Was möchtest du tun? Du gehst zum Chor-Tempel und meditierst, ja? Ja, und am besten möchte ich irgendeinen anderen Geweihten finden, der auch an der Schlacht teilgenommen hat gegen die Bevölkerung. Ja, den findest du natürlich. Die Gespräche drehen sich wohl auch gerade jetzt hier im Tempelvorraum gerade darum.
wer wie viele umgebracht hat. Und du kannst sehen, wie einer der Geweihten, so ein Korgeweihter, ziemlich mürrisch daneben steht. Neben ihm auch noch ein Rondrianer, der ebenso mürrisch guckt und sich das wohl erstmal nur anhört. Ah, Bruder, komm dazu. Wir reden von gestern. Ja, mehr als erfolgreich, möchte ich sagen. Tja, das stimmt wohl. Ja, die Rabengarde ist durch sie gebrochen, wie durch Weizen. Oder wie sagt man das nochmal, wie die Sense durchs Weizen. Ja, was ihre Aufgabe ist. Den Pferden in einer Stadt. Und die reiten ja auch auf Schiffen. Ja, solange sie gewinnen, können sie überall reiten. Wie können wir dir helfen, Bruder? Naja, also meine Kameraden sind eher weiter aus dem Norden. Sind manchmal etwas zimperlich. Meinten mein Verhalten wäre doch gar besorgniserregend. Aber ich fand eigentlich, unser Verhalten war mehr als angemessen. Tja, die Sache war richtig. Es kommt darauf an, welche Gefühle du durchlebst. Das ist wichtig. Naja, also einerseits Erfüllung. Erfüllung deines Auftrages? Ja. Befehl, er wurde gegeben, er wurde erfüllt. Ein erfüllter Schwur. Und jeden Befehl zu befolgen. Tja. Aber man muss auch sagen, brandenlos Anführer, möchte ich fast sagen, auf ihre Hauptmänner. Ja, machen das. Da muss man sie halt zurückschlagen. Tja. Alles, was groß ist, wurde auf Leute richtet. Regel Nummer 1. Ja. Und ich meine, ich bewundere ja ihre Kampfesbereitschaft. Ihre Bereitschaft zu sterben. Ich glaube nicht, dass sie vorhatten zu sterben. Naja, dann haben sie einen Plan überlegt. Sie sind motiviert von irgendetwas. Das kann man spüren, man kann es riechen. Wie ein Gewitter, das in der Luft liegt. Weißt du, Rafim? Ja, sie haben länger durchgehalten als sonst. Hat mich auch verwundert. Obwohl die Rabengarde sie gebrochen hatte. Danach war es ja ein einziges Gemetzel. Ja, ein Niedermähen, ein Ausmerzen, ein Vernichten, ein Einstampfen. Das haben wir auch so erlebt. Ja, aber Befehl ist Befehl. Tja. Lieber Saltfaust. Du bist vielleicht etwas im Zwiespalt. Basaltfäuste sind ehemalige Gladiatoren. Ihr seid darauf gedrillt, etwas für das Volk zu tun. Eine gute Vorstellung abzuliefern, weißt du? Vielleicht deswegen auch der Befehl von deinem Oberst, Köpfe auf Spieße zu stecken. Ich glaube, wenn du Leute mit deiner Waffe umgebracht hast, dann solltest du dort Schluss machen. Ja, ihr müsst das verstehen. Unser Ziel ist ja hier nicht, die umzubringen. Es muss passieren, weil sie aufbegehren. Das Ziel ist, den anderen beizubringen, dass man nicht aufbegehrt. Dafür ein paar Köpfe auf Spieße kommen müssen. Dann ist das so. Rafim, du bist seit langer Zeit Basaltfaust. Und seit jungen Jahren ein Erwählter von Chor. Kein normaler Geweihter, sondern erwählt. Man sieht es an deiner Haut. Wie sie mittlerweile schwarz wird. Schuppig. Ja, das wird auch immer schlimmer, habt ihr recht. Du solltest dir vielleicht überlegen, ob du beides gleichzeitig erfüllen kannst. Deinen Ordensdienst als Basaltfaust und deinen Status eines Erwählten. Beides zusammen vertretbar ist. Oder ob du irgendwann nicht mehr lachend über Schlachtfeld reitest, sondern eher hältst. Ja, unser Pfad ist immer nah an den der Gefallenen, das möchte ich ja nicht abstreiten, aber... Kein Aber. Alles, was nach einem Aber kommt, stellt den Vorteil in Lüge.
Ja, dann sage ich, wie es ist. Befehl ist Befehl. Tja. Sie haben sich gegen uns gewandt. Pass auf dich auf, Rafi. Meine das ernst. Es mag vorkommen, dass Kor dir noch zugesehen hat, ob er gelacht hat, weiß es nicht. Aber wenn du nicht seinen Zorn auf dich ziehen willst, pass auf. Ja, ich werde mich mal in die Meditation begeben. Wir werden ja sehen, ob ich eine Eingebung habe, wie Boltak sagen. Aber danke für euren Rat. Und dann möchte ich für Karma meditieren. Ja. Als du die Augen schließt und versuchst abzudriften, da driftest du ab. Du kannst vor dir wieder die Wildermark erkennen, mit ihren zahlreichen Gefahren. Und siehst einen blutigen Tümpel, einen Teich vor dir. Und ein Donnern, ein Grollen, Wellen, die sich an der Oberfläche kräuseln. Du denkst zurück an die Blutkerbe. Derweil bei Yalan. Ja, dann grüßen das nur Kleinigkeiten vor. Ich denke, das Erste und Wichtigste ist, er wird bei Hurun vorbeischauen. Einmal so einen Höflichkeitsbesuch. Reinschneiden, sagen, guten Tag, ja, schrecklich, was passiert ist. Die Gifte haben übrigens hervorragend funktioniert. Wir können in Zukunft weitere Geschäfte machen, etc., etc. Wenn er mich dann empfängt. Aber ich weiß nicht, ob er Besseres zu tun hat. Ja, man würde dich reinlassen, aber die Anzahl der Armbrüste ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Auch wenn du alleine bist. Ja, wie gesagt, ich halte mich auch nicht lange auf. Ich lasse mich auch relativ schnell von ihm wieder abspeisen. Wenn er merkt, hast du Geld dabei? Ja, das übliche Bestechungsgeld. Ja, also ohne 50 Dukaten wirst du hier ohne wieder rauskommen. Damn, okay. Okay, 50 Dukaten. Er ist der Giftfürst. Ich verrechne das in meinem Wettgewinn. Jedenfalls, seine, ja. Seine Zeit kostet Geld. Er macht hier nicht mit Skrupeln. Er arbeitet hier mit harten Gewichten. Okay. Ja, zum einen möchte ich ihm einfach vermitteln, ja, dieses Geschäft lief gut, wir sind zufrieden. Zum anderen möchte ich einen Überblick über nochmal über das Layout. Er gibt dir auch eine Testprobe mit. Er entwickelt dir wohl gerade ein paar neue Sachen und gibt dir weitere Waffengifte mit, weil du ein guter Kunde bist. Und hast du schon mal Drachenspeichel probiert? Tatsächlich nicht. Ja, du bekommst eine kleine Probe Drachenspeichel mit, wie gesagt, 50 Dukaten, einen Freundschaftspreis. Ich berechne das an meinen Wettgewinn. Zum anderen möchte ich einen Überblick über das Layout seines Anwesens erhalten, zumindest des Teils, den man mich sehen lässt. Einfach mir ein geistiges Abbild machen. Genau, falls ich eines Tages mal wieder hier bin und mich umsehen muss. Ja, Steuerung F. Ah, hervorragend. Bin vorbereitet. Gut. Genau, Ansicht, zeige Spieleransicht. Da ist natürlich Kriegsnebel davor. Du kannst aber sehen, das Erdgeschoss, also du bist halt nicht drin. Du sitzt halt immer nur draußen auf der Veranda. Aber es gibt halt vorne einen kleinen Einstieg. Es gibt hinten sicherlich wohl auch sowas wie einen kleinen Einstieg. Und oben wohl auch noch im ersten Stock wohl auch noch die Möglichkeit, oben auf einer Terrasse zu sitzen. Und natürlich auch noch eine kleine Galerie, von der aus dann Wachen perfekt auf dich schießen könnten, solltest du etwas vorhaben. Also du fühlst dich von allen Seiten aus beobachtet. Und im Rücken des Ganzen gibt es dann diese 30 Meter hohe Felswand. Okay, und er empfängt einen in meinem Garten, ja? Genau, in seinem Garten. Ich muss gerade mal schauen. Gucken wir mal.